So Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Brotato. Heute werden wir uns an den Schreihals wagen. Und zwar mit einem Schredder zum Start und natürlich auf Gefahr 5. Der Schreihals hat als Eigenschaften, dass 50% mehr Gegner spawnen und dass wir 30% mehr Schaden von Anfang an machen. Und dass man jede Wave minus 3 Ernte bekommt, aber das ist so irrelevant. Das könnte man auch rausnehmen. Das ist komplett nutzlos, hat überhaupt keinen Nachteil. So, wir nehmen direkt den Text mit. Und ich fange mit dem Schredder an, denn ich habe einen Traum und der Traum heißt Raketenwerfer auf dem Schreihals. Denn wir haben einen Haufen Damage direkt vom Anfang an und es spawnen extrem viele Gegner. Und da sind so Waffen, die viel AOE haben, echt keine schlechte Wahl. Und ich liebe auch einfach Raketenwerfer, daran liegt es natürlich auch. Ich bin ein Raketenwerfer-Junkie in diesem Spiel. Die machen einfach zu viel Spaß, wenn man einfach alles wegfetzen kann. Aber die Frage ist halt, ob wir Raketenwerfer kriegen. Das ist immer so eine Sache. Manchmal kriegt man einfach überhaupt nichts von dem, was man haben möchte. Manchmal kriegt man es hinterhergeworfen. Dynamit ist gut. Noch ein Schredder ist gut. Erstmal werden wir einfach auf Schredder gehen, werden Schredder hochstacken. Aua. Und dann versuchen irgendwie den Switch auf Raketenwerfer zu machen. Mit Schredder haben wir halt den Vorteil, dass wir Explosivwaffen haben. Das heißt, wir haben eine höhere Chance, Raketenwerfer und so Zeug zu bekommen. Logischerweise, weil es dieselbe Waffengattung ist. So, wir wollen hier die Bäume natürlich mitnehmen. Jede Chance auf eine Kiste wird ergriffen. Noch ein bisschen Geld. Erst Alienzunge, ja, kann man umsonst mitnehmen. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich nehme die 8%, die sind blau. Und ich nehme Attack Speed. Holzfällerhemd brauche ich eigentlich nicht mit dem Bild, weil wir werden auf sehr viel Schaden gehen. Ich möchte jetzt erstmal Waffen forcen. Das heißt, dass wir wirklich auch nur auf Waffen drehen, bis wir voll sind. Damit wir immer schön vom Damage her genug machen. Denn 50% mehr Gegner ist nicht ohne. Da muss der Damage stimmen. Aber wenn der Damage stimmt, ist es extrem viel XP und Materialien umsonst. Aber wenn der Damage nicht stimmt, dann wird man einfach überrannt. Von 50% mehr Gegnern, das ist schon eine Menge. Gerade in den späteren Wellen. Deswegen, das müssen wir natürlich einkalkulieren. Einfach immer volle Pulle auf Schaden gehen. 2 Level, da nehme ich erstmal ein bisschen Schaden. Und wir nehmen Glück. Und wir nehmen die Lederweste. Die würde ich immer kaufen auf fast jedem Char. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen wenig Leben. Aber wir kriegen jetzt gleich bestimmt was für Leben. Ne, kriegen wir nicht. Wir kriegen auch keine Waffen, aber 30 Glück. Glück früh hochzustacken ist natürlich auch eine gute Sache. Aber ich würde jetzt, ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt lieber Waffen haben. Denn die brauchen wir, sonst sind wir gleich am Arsch, wenn wir einfach die Gegner nicht mehr down kriegen. Dann kann das doch schon relativ schnell unangenehm werden. Ist jetzt schon so, dass wenn ich 6 Schredder hätte hier, wäre die Wave gar kein Problem. Jetzt ist schon so mal zwischendurch, sind zwar sehr viele Gegner am Start, die uns hier ans Leder wollen. Aber wir laufen da noch rein für die XP. Ausweichen, jawohl. Da will ich nichts, da will ich auch nichts. Kommt, yes, 3 Fernkampfschaden. Sehr, sehr gut. 6% Schaden, nee, wie gesagt, wir drehen jetzt erstmal offensiv. Wir nehmen ein bisschen, jawohl, ein bisschen Leben mit. Noch ein Schredder. Und das wär's dann eigentlich. Aber alles, was wir brauchen. Dann haben wir jetzt immerhin die 6 Schredder voll. Wir haben schon einen blauen. Wie gesagt, die Schredder sind einfach nur so ein Übergang. Am Ende will ich die eigentlich alle weghaben. Sind okay, aber sind jetzt auch nicht meine Lieblingswaffen. Ich möchte Raketenwerfer haben. Frage ist nur, ob dieses Spiel auf meiner Seite ist oder ob das Spiel heute gegen mich ist. Wenn das Spiel heute gegen mich ist, dann sehe ich keinen einzigen Raketenwerfer gleich. Wenn das Spiel auf meiner Seite ist, dann geht es gleich ab. So, wir nehmen noch die ganze XP mit. Welle 6 ist ja auch ein absoluter entspannt noch, wenn ich nicht in die Schüsse reinlaufe. Also Level 6 sollte auch noch gar kein Problem sein. Nahkampfschaden kann uns egal sein, Fernkampfschaden wiederum nehmen wir sofort mit.
billigere Items so früh, lohnt sich immer. Mehr Bäume lohnt sich auch immer. 10% mehr Schaden. Nee, ich möchte weiter. Jawohl, das möchte ich. Und okay, das ist sehr, sehr gut. Jetzt brauche ich nur noch Raketenwerfer. 45% mehr Explosionsschaden schon. So, jetzt sind wir bei der Alien-Eierwelle. Welle 7. Ich würde sagen, die erste etwas anspruchsvollere Welle, weil man einfach überrannt werden kann von den Aliens, die aus den Eiern kommen. Weil ich die jetzt vor allem nicht töten kann. Ja, toll, weil ich da nicht schnell genug hinkomme, wegen der ganzen Gegner. Aber ist nicht so schlimm. Wie gesagt, an sich sind die jetzt auch nicht so stark. Aber wenn es zu viele werden, kann man von diesen AOE-Angriffen etwas überrannt werden. Deswegen würde ich schon empfehlen, immer die Eier kaputt zu machen, wenn man kann. Vor allem, wenn man nicht wirklich was davon hat, dass man die Eier nicht kaputt macht. So. Nicht so, dass einem diese fetten Viecher hier irgendwas Geiles geben. Den würde ich die schon immer wegmachen. Okay, 15. Oh, 15 Glück wäre auch, aber nee, 15% Angriffsgeschwindigkeit und 12% Schaden. Ja, Glück. Wir nehmen auch mehr Leben. Wir nehmen einen Schredder 2. Wir machen uns jetzt erstmal ganz viele Schredder 2. Jetzt nehme ich tatsächlich 10% mehr Schaden, weil wir einfach schon so viel Schaden haben. Naja, okay. Da nehme ich auch 12% mehr Schaden. Ich glaube, ich nehme die Items alle. Die sind alle sehr, sehr gut. Okay, schadenstechnisch sieht es jetzt auf einmal sehr, sehr gut aus. Vor allen Dingen haben wir jetzt Welle 8. Die ist immer ein bisschen gefährlicher wegen der Dickerchen, die hier spawnen. Aber Welle 9 ist dann wieder absolut free. Vor allen Dingen jetzt mit unserem Damage. Da sollten wir einfach richtig Asche machen. Ja, aber wenn man halt wirklich nicht so extrem viel Damage raushaut, dann kann man halt auch echt überrannt werden, wie ihr seht. Also es spawnen schon verdammt viele Gegner. Wenn ich nie so viel Damage machen würde, dann könnte schon mal sein, dass ich echt nichts mehr machen kann, außer außen rumzurennen und zu hoffen, dass ich nicht sterbe. Was leider manchmal passiert, wenn man einfach nicht hinterherkommt vom Schaden. Weniger Gegner nicht. Oh mein Gott. Yes! Das umsonst zu kriegen, ist richtig krass. Auf dem, was ich gerade vorhab. Nehmen wir alles mit. Bringt uns alles nichts. Okay, Schredder 2 bringt uns. So, ja, gut. Welle 9 ist ein Chiller, wie immer. Wir lehnen uns zurück. Und ernten das Geld. Ich denke, am Anfang können wir einfach stehen bleiben. Weil die Gegner sowieso nicht... Oh, okay. Nee, wir bewegen uns. Wir sind doch nicht stark genug bei so vielen Gegnern. Da bewege ich mich doch lieber, bevor ich gleich dumm sterbe. Aber ja, Welle 9 ist wirklich immer Moneymaker-Welle. Gerade mit so viel AOE, die wir haben. Wenn ich hier unter 700 rausgehe, wäre ich schon traurig, muss ich sagen. Ja, 500 haben wir. Jawohl, 600. Ja, 700 wird knapp, aber trotzdem. Obwohl, wird's knapp. Komm schon, gib mir die 700. Mach den Baum noch kaputt. Ja, okay, das war gut. Schade, keine 700, aber den Baum noch gemacht. Feuergeschütz brauchen wir nicht. Lange brauchen wir auch nicht. Ah, hier würde ich tatsächlich auf Regeneration gehen. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Damage und Rüstung. Auch gut. Noch ein Schredder. Mehr Angriffsgeschwindigkeit. Ich will eher auf Regeneration gehen. Lederweste, sehr, sehr gut. Rüstungstechnisch sehen wir gerade sehr gut aus. Komm bitte, ein Raketenwerfer. Bitte Spiel. Ja, okay, let's go, let's go, let's go. Jetzt beginnt das Spiel, Leute. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Raketenwerfer. Ach komm, ein bisschen XP nehmen wir auch noch mit. Wir kriegen so viel XP. So, jetzt beginnt das Spiel. Der Raketenwerfer macht übrigens 81 Schaden und der Skat macht Stufe 2. Jetzt brauchen wir nur noch mehr davon. Ich habe einen Traum und der heißt mehr Raketenwerfer. Aber das läuft bis jetzt schon mal sehr, sehr zufriedenstellend.
So, wir machen den Baum da hinten noch. Sehr gut. Immer schön alle Bäume mitnehmen, so gut es geht, wenn wir hinkommen. Das ist auch noch ein Baum. Ja, der war leider auch leer, aber... Aber jetzt, wenn man halt einmal mit dem Explosivschaden dabei ist, dann killen wir die Gegner einfach so easy. Weil wir einfach alles treffen. Jetzt auch mit Plastiksprengstoff haben wir nochmal größer. Oh, hallo? Da war ein Loot Goblin. Nee, setze mein Geist. Nee, Weisheit ist es auch nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, Weisheit bin ich absolut kein Fan. Ich habe, glaube ich, Weisheit noch nie genommen. Einmal am Anfang oder so. 10 Attack Speed nehme ich lieber mit. Okay, hiervon brauchen wir nichts. Minigun brauchen wir auch absolut nicht. 6% Schaden? Nee, nee, ich möchte jetzt... Jawohl. So, wir werden uns erst einen roten machen. Noch einen Raketenwerfer. Die Krone brauche ich nicht. Ich habe minus 36 Ernte. Liebes Alien nehmen wir jetzt aber langsam mit. Denn wir sind langsam ziemlich stark. 10 Crit für eine Rüstung. Ich habe 0 Crit. Das kann man schon machen, aber erstmal nicht. Nee. Jawohl. Noch ein bisschen mehr XP. Lebensabzug, das nehmen wir auch wieder mit und mehr Attack Speed. Okay, das war ein extrem guter Shop. Ein Raketenwerfer mehr, ein roter Schredder. Ich bin zufrieden. Das war wirklich ein extrem guter Shop. Gucken, ob ich stehen bleiben kann. Das wäre der Dream. Ah, wenn die dicken... Nee, nee, die Knochen sind sich da halten zu viel aus. Die halten zu viel aus. Die machen auch zu viel Schaden. Da muss ich echt, die muss ich echt respekten. Knochengesichter sind übel, wenn ich nur 35 Leben habe. Die machen bestimmt 15 Schaden oder so. Würde ich jetzt mal gerade tippen bei meinem, bei meiner Rüstung. Ja, aber ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Da ist noch Luft nach oben, aber ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Wir werden gleich den ersten Miniboss wahrscheinlich haben. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wann der erste kommt. Aber nice, 3 Kisten ist auch sehr gut. Was noch ein Loot-Typ? 4 Kisten, okay, das ist auch sehr, sehr gut. Inventarschaden für 2 ausweichen, nee. Lebensraub, nee. Angriffsschaden für Tempo, Explosionsschaden, perfekt. Da möchte ich nichts von, da möchte ich auch nichts von. Angriffsgeschwindigkeit. Mehr Heilung, die ist nämlich nicht so gut. Das ist alles nicht so das Wahre, was ich möchte. Eine Rüstung? Eigentlich auch nicht. Dreieck der Macht könnte man jetzt nehmen, weil wir so viel Schaden haben. Ich glaube, das nehme ich jetzt. Wir haben so viel Schaden. Das nehme ich auch gleich auf jeden Fall. So, jetzt haben wir fast 100% mehr Schaden. Jetzt müssten wir einfach stehen bleiben können, oder? Komm schon. Ja, ich glaube, nee, nee. Wir haben leider nicht genug Angriffsgeschwindigkeit mit so vielen Gegnern, aber trotzdem. Ja, bewegen ist eh besser für die Bäume und so. Und macht doch mehr Spaß, als einfach in der Mitte zu stehen. Aber manchmal ist schon geil. Wenn man sich einfach in die Mitte stellen kann. So, wir wollen natürlich jetzt überhaupt nicht mehr getroffen werden, weil wir dann Damage verlieren für die Runde. Eigentlich sind 2% jetzt, wenn man mal getroffen wird, auch nicht die Welt. Seitdem gibt es ja 20% mehr Schaden. Aber ich würde sagen, wir machen hier noch ein ganz entspanntes Level. Ah, doch nicht. Habe ich mich zu früh gefreut. 8 Nahkampfschaden, hätten das nicht Fernkampfschaden sein können? Ah, 10 Glück nehme ich mit. Bin ich allzu viel Geld verdrehen. So, mehr ausweichen. Mehr Schaden. Haben wir schon über 101%. Mehr Angriffsgeschwindigkeit. Billigere Items. Mehr Leben für ein bisschen ausweichen. Verlieren. Ist okay, ist okay. Ja, wir brauchen einfach langsam Leben. Und selbst wenn wir gute Werte haben, werden wir gleich einfach weggekloppt. Spätestens auf Welle 16 werden die Gegner ja auch gebufft von diesem... Ja... Was auch immer das ist, diese Pickel. Keine Ahnung, diese Buff-Viecher.
wollen wir ja auch nicht, dann, dass wir irgendwie nur 30 Leben haben und dann einmal getroffen werden, fast tot sind. So, da liegt schon eine Kiste, sehr gut. Raum wäre, wenn wir hier zwei Level schaffen, aber ich glaube, das ist nicht drin. Es wäre halt extrem geil, wenn wir Level 25 schaffen, dann kriegen wir ein garantiertes rotes Upgrade. Da kann man sehr viel mitmachen. Aber ist auch nicht so einfach immer zu erreichen. Aber im Schreihals könnte das schon drin sein, vor allen Dingen, weil wir gute extra XP haben. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut jetzt hier, was ich mache. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, da muss ich. Selbstspinner habe ich echt viel Geld liegen lassen. Einmal kostenlos drehen für umsonst ist okay. Und Rüstung kommt auch jetzt ran hier. Oh, Glaskanone. Ey, ich habe gerade Rüstung genommen. Komm, wir schmeißen die direkt wieder weg für Glaskanone. Das nehme ich aber auch dann mit. Verlieren wir zwar 10%, aber das ist trotzdem sehr gut. So, wo bleiben die Raketenwerfer jetzt? Welle 14 ist eine Hordewelle. Mal sehen, ob die easy wird. Ich muss sagen, Hordewellen sind auch, wenn man so viel AOE hat, auch eigentlich echt immer entspannt. Weil die ganzen Gegner halt alle gesammelt auf dich drauflaufen. Und du einfach sie dann komplett wegheizen kannst mit dem AOE. Okay, das ist schon ziemlich einfach, die Welle. Welle 14 ist aber generell nicht so eine schwierige Welle, deswegen ist eine Hordewelle hier zu haben auch eigentlich ziemlich gut. Eigentlich die beste Hordewelle, die man kriegen kann, Welle 14, weil hier einfach nur diese langsamen Helmschnecken auf einen drauflaufen. Mehr Attacks, BDS. Okay, Blutspende in dem Run leider völlig sinnlos. Mehr Glück. Mehr Leben wäre auch gut, aber mehr Glück geht immer. Mehr Glück geht immer. Ich habe ja noch die Hoffnung. Ja, natürlich Stock 4. Ich habe ja noch die Hoffnung auf Raketenwerfer, aber irgendwie will das Spiel nicht. Das Spiel will einfach nicht. Ich will eigentlich jetzt keine Regeneration verlieren. Wir sind schon... Ah ja, da. Geht ja doch. 12% Schaden können wir auch gleich noch mitnehmen. Ja, ich muss sagen, wir sind jetzt nicht schwach oder so. Also ich kann mich nicht beschweren, aber... Ich würde schon echt gerne noch jetzt hier meinen Traum verwirklichen und wirklich mal so ein, zwei Atomraketenwerfer noch kriegen. Aber es sieht schlecht aus bis jetzt. Der Run sieht aber an sich trotzdem sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Da hatte ich schon deutlich schlechtere. Wir haben einfach sehr viel Schaden, das ist natürlich gut. Defensiv sind wir auch ganz okay aufgestellt. Könnte besser sein. Aber kann ja noch kommen, dass ich gleich irgendwie so ein krasses Item kriege, was mich komplett carried. Okay, machen wir alles weg. Komm noch ein Level. Ach, verdammt. Knapp. Durchschlagschaden? Nein. Krone auch absolut sinnlos. Noch mehr Schaden, let's go. Noch Raketenwerfer, nice. So, ich schmeiß jetzt den ersten Schredder raus. Ich will die nämlich gar nicht mehr haben. Wir wollen im Idealfall nur noch Raketenwerfer. Ich möchte jetzt auch keinen prozentualen Schaden mehr verlieren, glaube ich. Weil das einfach so viel ist, aber Lebensabzug ist mir egal und der Text wird immer gut. Mammut. Mann, da kriege ich ein rotes Item und dann ist es leider absolut nicht für diesen Run zu gebrauchen. Sehr schade. Schmuck wiederum, ein Fernkampfschaden, das kann ich verkraften. Das gibt jetzt gute Defensive nochmal. So, Welle 16, ab jetzt spawnen die Buffer. Aber jetzt wird es noch mal ein bisschen gefährlicher. Denn die Buffer machen wirklich, dass die Gegner extrem viel Schaden machen. Aber ich muss sagen, unser Schaden ist auch krass. Also unser Schaden... Mal gucken. Ich mache den Test, ob ich in der Mitte stehen kann. Das ist immer der Test, ob man zu stark ist. Wenn wir in Welle 16 in der Mitte stehen können, dann sieht es gut aus. Den Run.
Bis jetzt. Schreihals-Baby. Es wurden so viele Gegner und wir machen sie einfach komplett weg. Die haben gar keine Schnitte. Gefällt mir, gefällt mir. Komm, gib mir noch ein Level, gib mir noch ein Level. Ruhig. Nein, wieder so knapp. Ah, Metallplatte für Rüstung und 3% Schaden. Nee, brauchen wir nicht. Aber das nehme ich mit. Bisschen Survivability und Schmoop nehme ich auch noch mit. Habe ich Crit? Nee, habe ich nicht. Aber die haben trotzdem ein bisschen Base-Crit. Besser als gar nichts. Wegen der Selbstjustiz, dafür ist es jetzt einfach zu spät. Die Flosse brauche ich auch nicht. Mehr Prozent Schaden, jo. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Alien-Magie geht immer. Noch mehr Prozent Schaden. Okay, unser Schaden ist krass jetzt, glaube ich. 200 Damage auf dem lilanen Raketenwerfer. Ich habe noch nicht mal einen roten. Nächste Welle ist Bosswelle. Also Elite-Welle. Müsste machbar sein. Ich glaube, das ist machbar, der Elite-Gegner. Wir haben gute Offensive. Der müsste relativ schnell weg sein. Ich hoffe, dass es der mit den Hackebeilen ist. Der ist am einfachsten. Wenn man viel Schaden hat, dann kann man einfach vor dem stehen bleiben. Und der macht nichts. Die anderen sind manchmal ein bisschen nerviger. Dann gibt es noch der Typ, der durch die Gegend rennt und Gegner spawnt. Das ist der Schlimmste. Also der nervt am meisten. Wenn man nicht extrem krass ist. Wenn man einfach nicht an ihn rankommt, weil er die ganze Zeit durch die Gegend rennt und 3 Millionen Aliens spawnt. Ansonsten gibt es, glaube ich, was war denn noch der andere? Ich glaube, es gab 3. Ach, der Charge, genau. So einer, der einen immer anrempeln will. Der ist auch okay. Hohen Sensei, nee. Brauche ich nicht mehr. Mehr Regeneration. Crit und Ausweichen. Sign me up. Mehr Luck, sign me up. Mehr Explosionsschaden. Ach, mehr Schaden, holy shit. Macht die 200% voll in dem Run. Abfahrt. Oh, warte mal, das ist ja jetzt Elite-Gegner. Okay, es ist der Run-Charge. Der könnte dann doch ein bisschen ekelhaft werden mit den ganzen anderen Gegnern, die hier so spawnen. Aua. Ah, oh, er wird ekelhaft. Ich muss aufpassen. Ich habe nur Light-Rack zum Heilen. Ah, wir müssen aufpassen. Es sind, glaube ich, zu viele kleine Gegner. Ich kann ihn nicht töten, glaube ich. Oder? Ich muss die ganze Zeit die kleinen Gegner noch irgendwie respekten. Oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will dich tot haben. Yes, machen wir. Ganz entspannt. Ja, das hat uns jetzt halt unser hoher Damage geregelt. Und unsere Möglichkeit, einfach alle Gegner zu killen mit den Raketenwerfern. Ansonsten wäre das tatsächlich ein bisschen hart geworden, glaube ich. Ich glaube, wir machen die 200% Damage voll. Ich nehme jetzt jeden prozentualen Damage, der geht. Jo, da sind wir mit den 200% fertig, würde ich sagen. Jetzt möchte ich aber tatsächlich wieder ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit haben und Regeneration nehme ich auch. So, mehr, da geht noch mehr. Da geht noch mehr einfach. Oh, Exoskelett. Rüstung, Crit, Technik, Tempo. LP. Na, wir haben 25 LP-Regeneration. Worüber denke ich hier überhaupt nach? Wäre Arme, wäre nochmal zwei Rüstung. Große Arme wäre zwei Rüstung und 5 Tempo. Wir haben halt so viel prozentualen Damage, dass die 5 Fernkampfschaden halt schon echt krass wären. Aber ich glaube, ich werde das nicht nehmen und nochmal versuchen, einen Atomraketenwerfer zu kriegen. Aber es ist die letzte Runde vom Boss. Mein Damage ist absolut insane. Wir sind defensiv auch sehr gut jetzt aufgestellt mit dem Exoskelett. Wir haben viel Rüstung. Wir haben viel Schaden. Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass wir vielleicht nochmal im letzten Shop nochmal einen geilen Raketenwerfer kriegen. Aber dann kann ich, bin ich leider in der... Naja, das entscheidet halt der Shop, ob ich eine Raketenwerfer kriege. So, Level 25, sehr, sehr wichtig. Das ist nochmal ein rotes Upgrade. Wenn wir da nochmal Dodge oder so kriegen, 12 Dodge, einfach so, vom Boss, wäre sehr geil, weil wir brauchen keinen Schaden mehr.
Also schadenstechnisch sind wir, wie ihr seht, absolut versorgt. Würde ich jetzt mal ganz klar sagen, dass wir da fertig sind mit Schaden. Feuergeschützt? Nein, Sparschwein auch nicht mehr. Okay. Gehen wir das mal realistisch an. Brauche ich nicht. Ist mir auch relativ egal. Ist mir auch egal. Ich möchte Angriffsgeschwindigkeit oder Dodge. So, jetzt ist die Frage. Krieg ich noch irgendwas Geiles? Komm, ein Raketenwerfer noch. Roboterarm ist es nicht. Explosionsgeschütz ist es auch nicht. Ja, nee, das war's. Wir nehmen das noch mit. Dann haben wir gute defensive Werte. Schade. Kein Atomraketenwerfer. Trotzdem ein sehr, sehr guter Run. Wir werden gucken, wie es gegen den Boss geht. Let's go. Ob wir hier was gerissen kriegen. So, wir bleiben erstmal einfach dran. Wir versuchen den Typen, der hier die immer die AOE macht, in seine zweite Phase zu kriegen. Oh, Schaden kassiert. Mal kurz rufen. So, der Typ ist in seine AOE. Jetzt gehen wir auf den Krabbenboss. Oh, ich habe hier ein bisschen Platzprobleme. Das ist ein bisschen das Problem beim Freiheits, bei dem Endboss. Das ist einfach so unendlich. Okay, jetzt müssen wir uns hochheilen. Der Typ kann uns nicht mehr treffen, der zweite Boss. Der kann uns nichts tun. Wir dürfen uns einfach nicht bewegen. Beziehungsweise nicht in die... Okay, das war's, würde ich sagen, ja. Komm, stirb. Stirb. Sehr gut. Ey, sehr, sehr guter Run. Wir haben richtig viel Damage bekommen. Hat richtig Laune gemacht. 214% Schaden. 94% Attack Speed. War ein richtig guter Run, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke euch fürs dabei sein und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Brotato-Video wieder, wenn ihr wollt. Haut rein, ciao, ciao.